Mein Name ist Christoph Paukner, ich bin Geschäftsführer und Eigentümer von Palito Juwelen. Ich möchte gar nicht von einer Renaissance sprechen, weil Echtschmuck hatte immer eine sehr große Bedeutung. Natürlich gab es Phasen, wo manche Modemarken nicht nur akustisch oder medial sehr bedeutsam waren, sondern auch faktisch für den Juwelier. Fakt ist aber heute, dass ohne Echtschmuck ein gutes Fortkommen nur sehr schwer möglich ist. Das stelle ich eher weniger fest. Es gibt natürlich im hochwertigeren Bereich, da spreche ich jetzt von Preislagen ab 1000 Euro, durchaus eine Tendenz, dass sehr viel in 18 Karat grundsätzlich gemacht wird. Aber in den Gemeinpreislagen bis 1000 Euro ist 14 Karat eine sehr anerkannte Legierung. Seit rund 1,5 Jahren merken wir, dass Tennisarmbänder in einer deutlich größeren Menge gekauft werden als zuvor. Es gibt oft irgendwelche Impulse, die man nicht unmittelbar nachvollziehen kann, woher die kommen. Einmal ist es eine berühmte Persönlichkeit, die etwas trägt oder sich für etwas ausspricht oder sonst irgendjemand, wo es dann zum Multiplikator wird. Fakt ist aber, dass wir sehr viele Tennisarmbänder, auch flexible, die dann relativ eng am Handgelenk anliegen, verkaufen dürfen. Ja, wir bauen unser Netz auch in Deutschland schrittweise immer stärker auf. Auch die Lücke, die wir bislang im Norden hatten, wird jetzt zusehends sehr erfolgreich gefüllt und ich freue mich über die konstruktive Zusammenarbeit mit vielen deutschen Juwelieren. Der Farbedelstein hatte immer eine große Bedeutung, wie unterschiedliche bekannte Marken auch ja sehr gut belegen können. Auch wir haben Farbedelstein immer sehr gut verkauft. Und doch gibt es manche Juweliere, die damit nicht allzu gute Erfahrungen gemacht haben. Das kann daran liegen, dass sie entweder keine eigene Affinität dafür haben oder weil vielleicht manches Design doch sehr konservativ bislang ausgeführt war. Und wir haben jetzt einige Modelle, aber auch Kollektionen und Markenschienen aufgelegt, wo wir all diese Problemfelder lösen, auch hinsichtlich Einstiegspreisklassen. Colorista ist eine kleine Kollektion in 14 Karat Gold mit Diamanten und echten Farbedelsteinen. Und hier ist es einfach für uns sehr bedeutsam, dass wir dem Juwelier, der mit Farbedelsteinen noch nicht gewohnt war zu arbeiten, diese Chance in dieses Thema erleichtern. Und da ist ein wichtiger Punkt das Thema Preisklasse. Und wir haben mit unserer Diamantschmuckkollektion Palito First Love ja sehr gute Erfahrungen im Verkauf und Durchverkauf und in dieser Preislage, sprich Preislagen von 200 bis deutlich unter 500 Euro, liegt auch diese Kollektion. Und um jetzt hier nicht zu sehr experimentell zu werden, haben wir natürlich Modefarben wie hier Rot und das kräftige Gelb in Rhodolith und Spessartin, diese beiden Granate, umgesetzt, aber eben auch sehr viel in den klassischen Blautönen, wobei wir hier mit London Blue Topaz, klassischem Topaz und mit Tansanit arbeiten und diese drei Blauschattierungen, sowohl das kühle London Blue Topaz Blau, das helle, freundlichere klassische Topaz Blau, aber auch das wärmere Tansanit mit dem leichten Lilaton, ist einfach eine Sache, die sehr, sehr gut angenommen wird und die einfach wirklich wunderschön und attraktiv ist. Zusätzlich arbeiten wir hier nicht nur mit ovalen Schliffen, die vielleicht etwas konservativer betrachtet werden, sondern auch mit dem modernen Kuschenschliff. Und das macht sehr viel Freude und Vergnügen und ist auch ein bahnbrechender Erfolg bei uns in diesem Jahr. Wir machen immer wieder Schulungen für den Fachhandel im Rahmen unserer Ausstellungstour. Und wir arbeiten jetzt gerade auch einer Schulungsserie, die wir dann unseren Fachhändlern in Form von kurzen Videoclips auf unserem Online-Portal zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt für den Beginn ganz bewusst eine kleine Kollektion aufgelegt, in der sind de facto nur drei Formen, die Kuschenform, die ovale und die runde Form, jeweils mit drei Sets, das heißt Anhänger, Ohrschmuck und Ring, wobei der Anhänger immer gleich mit einer zarten Kette versehen ist. Und da beginnen wir auch nur in drei Farben jeweils, um das Sortiment für den Beginn übersichtlich zu halten. Die Zielgruppe ist eigentlich breiter zu sehen, als man das allgemein annehmen möchte. So ein Schmuckstück ist genauso etwas für eine 20-jährige oder 18-jährige Abiturientin, wie auch für eine Dame, die etwas stilbewusster ist. Aufgrund der zierlichen Konstruktion
ist das vielleicht eine Sache für Damen, die gerne zierlichen Schmuck tragen und wo diese Schmuckstücke dann auch dementsprechend wirken. Genau, es gibt eben zu all diesen Schmucksets auch eine kleine Sammelkarte. Das heißt, wenn jemand nur mit einem Stück beginnt, weiß er, was noch fehlen könnte. Und wenn wieder ein Anlass ist, dann ist das eine Einladung an den Gemahl oder an den Schenkenden zumindest, hier vielleicht das eine oder andere zu ergänzen, um sicher zu sein, das gefällt auch und passt. Ja, wir haben auch einen wunderschönen Auftritt für das Schaufenster oder für die Innenvitrinen vorbereitet. Und wie Sie auch an der gesamten grafischen Gestaltung unseres Katalogs sehen, gehen wir halt auch bewusst hier einen Schritt weg von der bisher üblichen konservativen Präsentation, indem wir auch mit diesen grafischen Ornamenten und Motiven spielen und arbeiten. Der Farbedelstein bietet abgesehen von der optischen Attraktivität den Vorteil, dass er nicht eins zu eins vergleichbar ist. Sprich, der Juwelier kann sich mit Farbedelsteinen von Angeboten aus dem Internet viel besser abheben und preislich mit einer gesunden Marge besser sein Überleben sichern.